Hallo und herzlich willkommen nun zu einem neuen Video mit euch, Jigga Tobi, hier in Final Fantasy XIV Heavensward. Nun kommen wir zu der 60er Quest Grenzen sind dem Samen fremd. Und dann bekommen wir Detrunkation, wo eben halt die Wahrscheinlichkeit von Samehaku, die eben halt ja, um 20% erhöht wird, nur eben halt, wenn die Wahrscheinlichkeit eben halt über 0% ist. Bekommt man eben halt einen schönen satten Bonus. Ist ja auch an und für sich nicht schlecht. Und wir bekommen außerdem auch noch drei super Kräutertränke. Die kann man auch sehr gut verwenden für meine Minenarbeiter. Ansonsten, wenn wir das demnächst machen, weil dann müsste man ja auch so, ja, wie schnell wie möglich sammeln. Und dann kriegen wir eben halt sogar hier großzügigerweise nochmal je drei von den, von unserem Sammler Materia. Ja. Ist eigentlich ganz cool. Hilft ja so gesehen auch noch mit unseren anderen Sammlerjobs so gesehen. Um da eben dementsprechend halt auch schnell sammeln zu können und so weiteres. Okay. Dann wollen wir wieder zurück zum Kampf Wolkenwipfel. Und dann sprechen wir wieder mal mit Basile. Gucken, was er diesmal uns wieder beauftragt. Ja, und ihr könnt ja gerne in der Playlist schauen, da findet ihr auch noch andere Sammlerjobs. Ich werde auch so machen, dass die ganzen Jobsachen, auch so gesehen Sammler, alles etc., solche Sachen werde ich dann alles nochmal eine separate neue Playlist machen. Für die Leute, die eben halt gerne andere Jobvideos so gesehen alles nochmal auf den Blick haben wollen. Falls ihr mal nicht jetzt diese Standard-Gameplays nur von Heavensward gucken wollen, halt, die so gesehen sowieso regulär reinkommen. Okay. Dann helfen wir mal den Armen. In Altgridania. Bei der Gärtnergilde, okay. Gärtnergilde, gucken wir mal, da müsste auch ein Teleport-Port sein. Müsste doch eigentlich normalerweise auch ein. Habe ich das überhaupt aktiviert? Es wäre peinlich, wenn ihr den noch nicht aktiviert. Oh, ich ahne das schon. Bestimmt habe ich das vergessen, das zu aktivieren. Oh mein Gott, und das Spiel ist seit der Beta.
Und ja, super. Wenn das jetzt wirklich der Fall ist, ist es echt peinlich, naja. Dass ich mal auf der Szene nicht geachtet habe. Ich weiß es nicht, also weiß nicht, welcher Potter es jetzt ist. Aber ich denke mal, ja, weil sonst hätte der ja Gärtnergilde oder so gestanden. Bestimmt. Aber alles andere steht ja wie Minenarbeiter, bla. Pipapo. Ich gehe mal kurz dorthin. War wohl doch zu faul, um dorthin zu gehen irgendwann. Ich weiß es nicht. Ich habe mal irgendwie früher mal dran gedacht, aber ich habe es nicht gemacht. Ja, super. Gärtnergilde. Oh, jetzt werden alle anderen Sachen auch noch zur Verfügung gestellt. Cool. Ja, da sieht man das jetzt mal hier. Das hat mir alles auch gefehlt. Büschel Kohlkraut. Ah, das sind doch bestimmt diese Sachen, die man eben halt immer nur diese 24-Stunden-Sache da. Oder 12 Stunden, jetzt haben die das ja so gemacht, aber. Ich schau mal kurz. Das war. Kohlkraut. Da müsste ich mal schauen. Gibt es so eine Seite, wo man in die mal gucken kann, mal Eoseas Time. Sprich, www.ff14, also xivclock.com .com und dort findet man so gesehen ja alles Übersicht zu den Minenarbeiter, den Gärtner und den Fischer und eben dementsprechend, wo die Sachen auftauchen könnten. Jetzt müsste ich mal kurz gucken, wo denn Kohlkraut ist.
So, gleich ist hier 21 Uhr in eosäische Zeit. Da sollte eben halt Kohlkraut hier kommen. Wir sind jetzt hier in westliches Hochland von Kortas. Und hier ungefähr soll das halt kommen, in dieser Ecke hier. Laut der einen Seite, wo man eben halt auch dann. Ich habe einfach mal Kohlkraut eingegeben und dann habe ich das eben halt hier die Seite gefunden. Mit Informationen halt und die Leute haben auch was dazu geschrieben. Gucken wir mal. Wir wollen auf jeden Fall 3 Stück in HQ. Da haben wir es ja. Ausgerendet ist hier auch noch eine Fade. Aber da gehen jetzt alle hin. Alle hin. Wow. So, dann muss ich mal kurz schauen, welchen Slot wir haben. Das ist, das steht da nicht. Das ist aber doof, dass sie das hier nicht eingefügt haben in den Slot. Warte mal, ich guck mal hier, was die anderen dazu geschrieben haben. Ich muss mich beeilen, weil das bleibt nicht lange da. Gut. Yay, nein, haben wir schon mal einen HQ. Ja, da müsste ich jetzt wieder bis 9 Uhr eosäische Zeit abwarten. Und ja, ich hoffe, dann habe ich dann die 2 in HQ. Und dann geben wir ihm halt die Quest ab. Ja, ich wollte ihm halt nur zeigen, wo das ist. Und ansonsten sehen wir uns dann, wenn ich ihm halt jetzt die 3 in HQ. So, und jetzt sind wir auch jetzt nun hier. Wir haben jetzt Büsche. Kohlkraut HQ. Ihr konntet ja sehen, wo das eben halt ist. Und jetzt müssen wir mal mit Martino sprechen. So. Hat eigentlich recht gut geklappt beim zweiten Sammelport. So, dann müssen wir wieder zurück zum Kampfwolfenwipfel. So. Oh, PvP plombt schon auf. Uiuiuiuiuiui.
Ja, das hätten wir ja auch. Haben ihm da jetzt auch noch dabei geholfen. Jetzt kann er weiter seine Plantage hier machen. Dann kehren wir mal auch wieder zurück zu unserer Muji. Fufucha! Unsere frühere Gildenmeisterin, also ja, sie ist ja eigentlich immer noch unsere Gildenmeisterin, nur eben halt hatten wir hier neue Auftraggeber und so weiteres gehabt hier im Ishgard. Und ja, gehen wir mal wieder zu unserer alten Gilde zurück. Ja. Unsere jeweilige Gilde, je nachdem, wie man das jetzt so drehen und wenden will. Eigentlich ist das ja auch unsere derzeitige. So, dann wollen wir mal dorthin. Ja, und das wäre es eigentlich soweit von der Gärtnergilde und allgemein vom Gärtner, also mit Stufe 60 hier mit dem Auftrag. Hinterher wird irgendwann die nächste noch so auch mit den Minenarbeiter weitergehen und ich habe auch jetzt überlegt, auch so die nächste auch noch mit den Gourmet das noch zu machen und ja, euch davon auch noch was zu zeigen, so gesehen von einem Handwerker, so gesehen auch noch da die Jobs. Ja, und dann kriegen wir jetzt die Truncation 2. Und dann können wir jeweils hier, sagen wir einfach mal HQ. Ja, und somit haben wir es geschafft. Ja, und haben eben halt unsere erste und zweite. Ist eigentlich ganz cool. Bei denen hier kriegen wir bis zu 10% und hier kriegen wir so gesehen, ja, 30%. Und wenn man 500 hat und dann hier noch mit denen hier noch reinknüppelt, dann hat man ordentlich Prozente auf jeden Fall, wenn man HQ abbauen kann. Es hält aber nicht für Ewigkeit das hier, also so soll schon gesagt sein. Ne, dementsprechend. Okay Leute, ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schaut uns auch weiterhin meine solche Videos an und dementsprechend auch sonst andere Projekte, falls euch das interessiert. Ich danke auf jeden Fall sonst ansonsten und ja, bis zum nächsten Mal, euer Jigatobi und haut rein.